Oh, sehe ich da Kia? Man kann jetzt Kia direkt als Effekt einsetzen? Okay, lass uns mal angucken, was hier DaVinci in Store hat. Episches Intro. Hallo Kameramark hier zu diesem kurzen Mischmasch-Video aus Live Reaction meets neueste Feature aus DaVinci Resolve. DaVinci Resolve 17 ist draußen und es sind so viele geile Features mit drin, von denen ich glaube, dass gerade Leute, die aus Premiere und anderen Schnittprogrammen kommen, jetzt keinen Grund mehr haben, nicht auf DaVinci Resolve zu sein, außer wenn sie auf einer elektrifizierten Kartoffel schneiden, weil das ist das, was DaVinci immer noch braucht, eine relativ gute Hardware, um zu arbeiten. Aber es gibt allen voran so viele geile Features. Fangen wir mal an mit dem, was DaVinci Resolve groß gemacht hat, die Color Page. Die Color Page hat jetzt einen Color Warper. Das heißt, du kannst jetzt einfach sagen, welche Abstufung an Saturierung von irgendwas du haben willst und sie dahin ziehen, wo du sie haben willst. Normalerweise kostet so ein Tool mindestens 100 Euro. Allein das Ding, was ihr da seht. Geil. Danke, Blackmagic. Danke. Also super einfach, Farben zu adjusten. Und ja, normalerweise kosten solche Tools über 100 Euro. Gerade 3D LUT Maker geschenkt. Einfach so weggekickt. Geil. Und das, was jetzt ist, der Rotobot ist da. Beziehungsweise die Magic Mask, die Smart Mask. Also Neural Engine Mask. Also Rotobot. Oh, geil. Das ist auf jeden Fall mega geil für kreative Effekte, wie zum Beispiel Leaf Color Effekte oder nur eine Person saturiert lassen, während alles andere desaturiert ist. Oder alles andere mit analogen Damage zuzuhacken, während ich noch normal bin. So. Geil. Sie haben noch einen neuen Farbraum installiert. DaVinci Wide Gamut features a wider gamut than the UHD Rec 2020 Standard, the Arri Wide Gamut and even Asus AP1. Warte, was? Größer als Asus? Krass. Ich bin gespannt, was Tim dazu sagt. Okay, das nächste, worüber wir drüber gehen an Features, ist Fairlight, also Audiobearbeitung. Und da, straightforward, haben sie auf Kinoproduktion gesetzt und vor allen Dingen die 5. und 7.1 Mischen ausgebaut. You can see the channels in the timeline and the Dolby badge to indicate. 12.000 Spuren drin? Ja, kein Ding, ist eine Audiospur. It is actually a rendered master file. Also für die, die jemals sich irgendwie mit Kino-Audioproduktion beschäftigen wollen, ist Fairlight jetzt, selbst in der kostenlosen Version von DaVinci Resolve, eine krasse Sache. Und es gibt noch so manch andere Features, wie zum Beispiel Transientenerkennung, um leichter Wörter aneinander oder auseinander zu schneiden. DaVinci Resolve 17 also has transient detection, which can be used to automatically identify transients inside audio clips. Oh, also damit kann man sich automatisch die Wörter rausschneiden. Nice. Without the need for additional hardware or third-party tools. Du kannst jetzt in Fairlight live Audio bearbeiten, während es spielt. Live editing preview and lightning fast response time. Oh, so gut, so gut. Endlich editieren, während man spielt. Even during playback and recording. Und was ich ziemlich cool finde, du kannst jetzt aufgrund der ganzen Kinoanlagenimplementierung Dinge in 3D-Raum positionieren. Double-click one of the track pan controls to open the full pan window, where you can see the panning automation and das ist schon geil in 3D gesehen. Controls for the selected track. Und dann gibt's noch so schöne andere Features, wie zum Beispiel you can hold shift option together to scroll the waveform zoom without changing volume. Oh, das ist gut, das ist so gut. Das sehe ich immer bei Paul, wenn er es in Cubase macht. Und ich denke mir, wann kriegt Fairlight das? Und Fairlight kriegt es. The new Fairlight Audio Core Engine is an advanced high-performance audio engine designed to let you work with up to 2000 tracks. 2000 Spuren! Wer braucht das? Ja gut, ich habe noch keine komplette Kinoproduktion gesehen, aber ja. Und das bringt uns dann eher in die Edit- und Cut-Page.
Practicut-Page hat jetzt ein neues Device, ein neues Tool, ein neues Smart Keyboard bekommen, mit dem man viel, viel schneller arbeiten soll oder kann. Ist ein super Feature für welche, die viel Multicam-Aufnahmen machen und vor allen Dingen für die, die viel sequenziell, also im Feature-Film arbeiten, wo sie ganz schnell durch ganz viele unterschiedliche Filmteile durchnavigieren müssen. Aber das, was ich an der Cut-Page jetzt super geil finde, noch viel mehr als vorher, ist die Auslegung von den ganzen Transitions und Effekten und so weiter. Und apropos Effekte. Now we also have new effects and a new effects palette. So I can go up to the effects and you can see all the effects. There's a lot of effects in here. Oh, sehe ich da Kia? Man kann jetzt Kia direkt als Effekt einsetzen? And there's also a new Chroma Key. Ich hab's gewusst. So you can do Chroma Keying in the timeline. Das ist geil, das ist geil. Ich glaube, das ist wirklich für viele, die nicht in Fusion rein wollen, echt eine gute Sache. Wir haben nicht nur neue Presets, Kia und Luma Mats bekommen, sondern wir können die jetzt auch live previewen. Und das geht natürlich auch mit meinen Transitions und meinem Transition Pack. Also, das ist mega geil. Und wenn du mehr Transition haben willst, dann schau doch einfach mal unten. Da habe ich dir ein kostenloses und ein Paid Transition Pack von mir verlinkt. Vielleicht habe ich bis zum Gewinnspiel, was nächste oder übernächste Woche kommt, schon ein paar Templates fertig. Aber pssst. Falls du an dem Gewinnspiel teilnehmen willst, abonniere den Kanal und wir bleiben up to date. Die Edit Page bietet jetzt neben Collagen-Tools, also Bild-in-Bild-Sachen, auch noch viele andere coole Dinge. Wie zum Beispiel das neue Transform-Tool, was halt on-screen arbeitet. Und wo ich denke, da sollte sich mal Premiere schon längst ein Bild abgeguckt haben, weil das macht DaVinci ja schon die ganze Zeit geil. Und dann haben wir noch etwas, was super geil ist. Und zwar automatisches Neu-Verschieben, Neu-Positionieren, wenn du eine 1x1 oder eine 9:16 Timeline hast. Also falls du etwas, was du in Querformat geschossen hast, jetzt nochmal repurposen willst für Instagram, hast du ein Tool, was automatisch das Framing anpasst. Puh, krass, krass, geil, was für eine Erleichterung. Übrigens, apropos zu Instagram Workflow, hatte ich mal schon mal da oben ein Video gemacht über Workflow-Tipps, die dir helfen, schneller zu arbeiten in DaVinci Resolve. Und damit kommen wir zu Fusion. Fusion hat jetzt endlich, you guessed it, Audio. Wir sehen jetzt Audio in Fusion. Woo! Audio! Wir geben mal eine Runde Applaus, das haben wir echt alle lange erwartet, nehme ich an. Wir haben jetzt das Anim Curves Modifier Ding, also das, was der Resolve-Parameter vorher war, jetzt noch in besser. Also für alle, die die Presets, Transitions und so weiter bauen wollen, abonniert den Kanal, ich mache unbedingt ein Tutorial dazu, weil bisher ging es so, du konntest eigentlich nur über Expressions oder dem Resolve Modifier automatisierte Curves ablaufen lassen und das haben sie jetzt gelöst mit dem Anim Curves. Wie gesagt, ich werde ein Tutorial zu machen, es ist mega geil und es wird dir helfen, es wird der gesamten Community helfen, geilere Presets für alles Mögliche zu basteln. Optical Flow wurde verbessert, also es geht jetzt schneller. Und plus the rendering speeds have been really increased, which is nice. Aber immer noch kein Raytracing. Schade. Okay, gehen wir mal weg von Fusion. Das letzte, was es noch gibt, ist jetzt keine Page direkt, aber ein Feature, was ich halt so geil finde im Vergleich zu der Adobe Creative Cloud. Und das sind die Kollaborationstools in DaVinci Resolve. But we think more people can benefit from it, which is why we want to make it free of charge. Kostenlos, for free. Sie kommen auch für die Free-Version. Das kommt allerdings noch in einer separaten Note. Also falls du irgendwie auf unserem Discord bist, dann bleib mal da up to date. Ich hau's dann irgendwann in die Gesprächsrunde oder in die Neuerung. Ach übrigens, apropos Kollaboration. Du kannst jetzt ganz einfach Timelines verschicken, per E-Mail quasi. Super cool. Das sind coole Tools und ich möchte in Zukunft mehr Kollaborationen machen. Und eine kommt auf euch zu, da habe ich nämlich mit dem guten Yannick von Product Shot Mastery ein Produktshot zusammen gemacht. Also er hat geschossen, ich habe animiert und das Ganze geht dann noch an Tim vom Farbkanal, der Color Grading betreibt.
und wir zusammen zeigen euch, wie so ein Produktchart entstehen kann. Wenn das Video dazu droppt, gibt's auch das Gewinnspiel, aber dazu dann in dem Video mehr. Und ich hoffe, für euch entstehen da auch ganz, ganz schöne Sachen. Und wenn ihr mal in eine andere Kollaboration von mir mit dem VFX Creator reingucken wollt, dann schaut doch mal da oben. Da habe ich eine Transition gebaut auf seinem Kanal. Und ansonsten guck hier einfach, was es an gratis Transitions und so weiter gibt in dieser Playlist. Ich wünsche dir viel Spaß beim nächsten Video. Ciao, Kameramagier.